Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Pikachu. Ja, also Let's Play Pokémon, Let's Go Pikachu, so ist es richtig. Wir machen heute weiter, machen uns heute auf den Weg in Richtung Azuria City, also die nächste Stadt, die uns hier bald ansteht. Da ist uns auch eine Arena, die zweite Arena, nämlich die von der guten Misty, eine Wasser-Pokémon-Arena, sollte für unser Pikachu eigentlich nicht so das Problem darstellen. Aber es ist immerhin ein Arena-Leiter. Dementsprechend müssen wir da trotzdem ein bisschen auf der Hut sein. Aber wir machen jetzt erstmal diese Route hier, um kurz abzuschließen. Ich glaube, da kommen wir noch gar nicht ran an den Pokéball, oder? Scheinbar nein. Okay, dann gehen wir hier runter. Hier ist noch was. Hier ist noch einer. Wenn wir drei Superbälle mitnehmen. Das sind Items hier mitnehmen, definitiv. Wir haben ja im Gegensatz zu den Original. Oh, guck mal. Ach, guck mal, ein Enton. Zu blöd. Ja, was ist das hier heute, ja? So niedrig. Ja, aber ja. Diesmal haben wir sie getroffen. Wunderbar. Erfahrungspunkte und ein neuer Pokédex-Eintrag für unser Freund Enton. So. Das Enton haben wir auf unserer Seite. Das zweite werde ich jetzt nicht unbedingt fangen. Was haben wir hier? Ach, oh, ich dachte, Uschi muss auch noch mit hinterher rennen. Oh, Pikachu, cool. Hat was entdeckt. Den Brunnen. Der springt mit dem Gletscher vor sich hin. Möchtest du etwas Geld in den Brunnen werfen? Ja, klar. Oh, sieht sie glücklicher aus als zuvor. Sehr schön. Gut, dann haben wir das auch soweit. Dann machen wir uns mal kurz eben auf den Pokémon in das Pokémon Center. Nein, es gibt übrigens kein PC. Wir können ja das alles über das Menü machen. Das ist das Gute. Wir brauchen nicht immer zum Pokémon Center zurückzurennen, um das Team zu ändern oder sonst irgendwas. So, drei davon sind das Team. Enton ist gerade uninteressant. Das braucht man nämlich eigentlich nicht als kleines Teammitglied. So. Dann. Gehen wir aufs Team. So, weg damit. Die Mitglied Nummer 4 wird demnächst noch kommen. Das dauert aber bestimmt noch ein Momentchen. Bevor so lange dauert, glaube ich nicht mehr. Aber ein paar Folgen noch. So, ich glaube, hier oben gibt es irgendwo ein verstecktes Sonderbonbon. Wenn ich das richtig im Kopf noch habe. Ich weiß noch nicht, wo genau. Hier oben ist das. Das war nicht versteckt. Okay, normalerweise findet ihr Fruitball Gap hier hinten eine versteckte Sonderbonbon. Ich habe ja zwei Stück wieder. So. Das Bonbonglas. Das Sonderbonbon. Dann gebe ich das mal unserem Freund Robs, also beziehungsweise meinem Carpador. Bonbon. Ja, dann haben wir die Bonbons abgearbeitet und machen weiter heute
der Erkundung von Azuria City. Aber ich glaube, wir können tatsächlich sogar schon in die Arena. Ich würde sogar fast sagen, dass wir dann jetzt tatsächlich direkt in die Arena hüpfen. Weil ich glaube, so groß können wir jetzt eigentlich noch nicht viel machen. Wir probieren es einfach mal. So, Team. Kann sein, dass wir auch böse auf die Fresse kriegen. Deswegen setze ich das Pikachu dahin. Es kann, wie gesagt, sein, dass wir komplett auf die Fresse kriegen. Aber ich glaube, nee, ich hoffe nicht. Die Arena ist nämlich hier. Eine Wasser-Pokémon-Arena. Du bist eine sehr schöne Wasser-Pokémon-Arena. Da hinten steht Misty, die wir ja aus den Animes kennen. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Kätzchen, Misty, die Arena-Leiterin von Azuria City. Sie ist ziemlich stark. Deshalb darf ich hier leider im Training mit einem Pokémon reinlassen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Nur zu deiner eigenen Sicherheit. Wenn du gegen die Arena-Leiterin antreten willst, musst du einem neuen Pokémon zeigen, das mindestens Level 15 erreicht haben. Das haben wir natürlich mit Pikachu 1 dabei. Ich wusste es. Du hast schon so ausgesehen, hättest du ein Pokémon vorzuweisen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Dankeschön. Dann hätte ich nichts mehr davon ab, dann können in der Arena von Azuria City auf die Brust stellen. Gib alles. Gut, dann gehen wir rein. Und wir haben den ersten Kampf. Eventuell kann man, wie gesagt, kann sein, dass wir schön auf die jetzt auf den Sack kriegen. Spätestens von Misty. Aber, wie gesagt, es kann auch natürlich sein, dass wir das Ding hier gewinnen. Goldini. Jetzt ist er. Setzt sie ein. Und sie setzt mein Zuber dahin. Das will ich natürlich klar machen. So, dann gehen wir auf Doppelkick. Quatsch, auf Doppelkick. Donnerschock natürlich. Goldini setzt mit Prosokip für Tieren. Wenn ich Glück habe, kriege ich es mit einem Doppelschlagdown. Leider nicht ganz. Schade. So. Kann nicht viel machen. Mit dem zweiten Donnerschock hat Goldini keine Schnitte. Level 11. Und das kann es tatsächlich mit diesem Koop-Modus, dass wir tatsächlich einen kleinen Vorteil haben gegenüber den meisten Trainern, weil wir mit zwei Pokémon angreifen können und der kann quasi nur eins angreifen. Das könnte es tatsächlich ein bisschen einen Vorteil geben gegenüber Misty. So, dann haben wir hier den nächsten Trainer. Der zweite von drei. Da links ist noch einer. Eine. Muschas. So, dann gehen wir damit. Also Absorber rein. Oh, Eisplitter. Das hast du schön bereut, mein Freund. Dame ist besiegt. Und dann geht es jetzt weiter mit der Trainer Nummer 3 im Bunde. Ich lade meine Pokémon erst dann auf, wenn ich vor Misty stehe, also quasi nach diesem Trainerkampf. Ich glaube, das kriegen wir tatsächlich sogar hin. Und dann kümmern wir uns dann. Machen wir heute was in einer langen Folge, nach der langen letzten Folge machen wir heute eine etwas kürzere Folge. Wir sind jetzt irgendwie bei 13 Minuten oder so. Oder 12 oder so, keine Ahnung. Ach, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Naja, wie immer sein. Wie auch immer. Donnerschock natürlich auf das gute Jurob. Mit Wasserdüse greift mein Pikachu an. Level 16. Jetzt müssen wir echt höllisch aufpassen langsam.
und dann gehst du nochmal drauf mit derselben Variante. Und du gehst nochmal mit Wasserdüse drauf. Ihr passt auf Pikachu. Aber dann ist es erledigt. Zum Beispiel dann, wenn es den Absorber nochmal abkriegt, braucht man nicht. Gut, dann hat sich das erledigt. Und Pikachu erreicht Level 17. So. Gut, dann gehen wir mal kurz in den Beutel rein. Wollen natürlich, klar, Pikachu mal wieder ein bisschen Lebensenergie verpassen. Weil wir jetzt sehr gut Misty gegenübertreten werden. So, speichern, wie ich das bei Rocco auch gemacht habe. Und dann geht's los. Hey du, was ist dein Motto bei Pokémon-Kämpfen? Also mein Motto lautet, ein Kampf gewinnt man mit gnadenlos offensivem Einsatz von Wasser-Pokémon. Also dann, bist du bereit dafür, gegen die berühmte Schönheit Misty anzutreten? Nimm dich von meinen Lieblingen in Acht. Wie gesagt, wir könnten jetzt mit diesem Koop-Modus tatsächlich einen kleinen Vorteil erschafft haben. Aber das müssen wir gleich gucken, auf jeden Fall. Sie fängt auf jeden Fall erstmal mit Enton an. Also da bei der Originaledition hat sie Sterndu und Starmie, hier hat sie Enton und Starmie. Also von dem Starmie müssen wir auf jeden Fall höllisch in Acht nehmen. Absorber. So schnell wie möglich Feierabend machen mit dem Vieh. Das wird's aber nicht fassen. Variante aus. Und jetzt kommt für mich das gefährlichste Pokémon von dir. Eine Variante gilt, damit sie grillt mein Zubat weg oder sie oder es. So, warte mal. Ich mache immer so die Sonnenwelle-Attacke. Und den Superschall hinterher. Ja, es klappt. Ich komme durch. So, mal schön die Initiative sinken. Jawohl, es passt. Nein, es passt nicht, ich wollte gerade sagen. Scheiße. Es war mir klar, dass es zu weit geht. Keine Chance geht zu weit. Scheiße. Aber mit Kabaddo brauche ich gar nicht heranzukommen. Das wird zu klar. Wird klar. Sache, es gibt auf die Nüsse. Aber ich habe noch einen. Fällt mir gerade was ein. Ich mache das jetzt anders. Ich setze Pikachu, gehe ich jetzt auf Donnerschock und mit Kabaddo brauche ich für meinen Zubat. Ich habe ja noch einen Beleber irgendwo. So, ist paralysiert. Alter, geht die Reise mit dem Angriff auf. Wie war denn weiter bei dem Beutel? Geh mal auf Heimann links wieder. Ah, geht da mal auf den Volltreffer. Ist die Welle. Einfach mal. Weiteln. Das kann mir durchaus einfacher werden. Wir haben unseren zweiten Arena-Orden. Yes! Und es hat tatsächlich diesen Mega-Vorteil. Sternschauer für was? Zu weit oder was? Ja. Nee, tatsächlich nicht. Ich bin noch momentan zufrieden mit der Kombi. Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Ich belasse den Quellorden als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast.
Orden Nummer 2, der Quellorden. Mit dem Quellorden Tasche gehorchen dir alle Pokémon auf Level 30, die du von anderen Trainern bekommen hast. Außerdem kriegst du noch diese tolle TM von mir. Ja, die TM 29, in den Originaleditionen ist es die TM 50 Hypnose. Hier ist es die Attacke Siedewasser. Eine Wasserattacke, die Gegner auch durchaus verbrennen kann. Also, ne, heißes Kochen, heißes Wasser, ist klar. Nie. Mit der TM 29 kannst du Pokémon die Attacke Siedewasser beibringen. Wende sie auf Pokémon an, die im Wasser leben. Yay, wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben unseren zweiten Orden erkämpft. So. Gut. Dann halte ich kurz mein Team noch und dann war es das hier wohl schon wieder. Natürlich kann ich dem Siedewasser noch nicht auf Carpador anwenden, das ist durchaus klar. Und dann, ja, was war's. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Und dann geht's weiter über die Nagelbrücke oben. Und dann schauen wir mal. Naja, bis dann und tschüss. So, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Wir machen heute weiter mit der kleinen Reise durch Azuria City, beziehungsweise wir erkunden jetzt Azuria City. Aber warte mal, habe ich euch noch nicht irgendwas gesagt? Warte mal, ist das nicht hier? Oh, da ist mal kurz neben Onix drin. Welche Vorteile? Ich wurde vorhin an der Tür vom Pokémon Supermarkt gestoppt. Weißt du, weil ich mein kleines Nixilein dabei hatte? Pah, mein Nixilein ist so gut trainiert, dass es von allein seinem Pokémon geht, wenn wir ein Gebäude betreten. Ja, das macht übrigens jedes Pokémon. Wenn wir es betreten. So. Aber was muss das für eine Bude sein, wenn da mal im kurzen Onix reinpasst? Ich weiß nicht, die Dinger sind glaube ich 4 Meter lang oder so. Warte mal, ich muss ein bestimmtes Ding noch machen gerade. Hier. Ich glaube, hier von dieser Dame kommt das Bisasam. Ich kümmere mich um ihr verletzte Pokémon. Jetzt, wo Bisasam wieder richtig fit ist, würde ich jetzt gerne ob wieder eine Fahrerin des Trainers geben, der schon etliche Pokémon gefangen hat. Ich weiß ja nicht. Komm wieder, wenn du mindestens 30 Pokémon gefangen hast, dann reden wir nochmal drüber. Ah, jetzt muss ich Pokémon farmen gehen, oder was? Wie brauche ich denn noch überhaupt? Müsste doch eigentlich, müsste doch weit über 20 sein, oder nicht? Ah, 11 Pokémon noch. Okay, wir müssen Pokémon farmen gehen. Dann kriege ich das Bisasam von dir. Jetzt brauche ich gerade, dass ich es nicht getan habe, die letzten Tage. Also die letzten Dings. Gut, dann gehen wir auf die Route in den Mann und gehen Pokémon fangen. Ich glaube, der Glumanda-Trainer, der will mich 50 haben. Also hier auf der Ende der Route wird ein Glumanda-Trainer sein. Mit 50 Pokémon, die er haben will für das Glumanda. Oh, ein Mickey. Hopp, komm her. Nimm mal das mit. Jawohl. Auf Anhieb getroffen. Ja, war alle direkt gefangen. Mickey wurde gefangen. Und die Level geht hoch. Pikachu auf Level 18 und Carvador auf Level 12. Das war bei Pokémon Nummer 20. Habitak. Machen wir darauf Nummer 21. Wir müssen jetzt Pokémon fangen gehen. Ja, super. Go, fangen. Habitak.